willkommen beim Kurvenblock vom BSD. Folge 9. Folge 9. Nein, das ist Folge 13. Ab Folge 13. Lass uns hoch, weil den Herrn des Verlorenen an Alexander das Wort ist. Mit Nico, Startraum deutlich erfüllt. Unsere prima Ballerina. Übrigens, ja. ich hab Nasenprobleme. Könnte ich eine Nasenspülung haben? Ich hab alles dabei. Jetzt seid ihr wieder sensationell am Mit Stein werde ich auch geworfen. Gott sei Dank haben wir auch einen Piepton. Noch Werbung für WM in Eagles. Wo ist Eagles? Was ist das? Christoph Hausmann, Richard Oesser, Juniorweltmeister, Zweier Bob und Vierer Bob. Wie ist es so gelaufen, Jungs? Sagt's mal. Erste Ordnung. Erste chill reinkommen und jetzt schauen wir mal im zweiten, was geht. Ja, genau. Zum Einschieben. Nein, also ich fand's okay. Ich meine, das erste Mal so ein bisschen mit Skippy geschoben. Jetzt kommt noch ein zweiter Mann. Mal schauen, was der drauf hat. Und wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, dann viel Erfolg. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, bereit. Immer bereit. Hoppli bei seiner Lieblingsbeschäftigung ist. Hoppli, erklär mir, was ist denn hier los? Das ist im Prinzip meine Strecke, die wir zu Werbezwecken hier aufgebaut haben. Mhm. Suchen ja nach wie vor Nachwuchstalente für unsere Disziplin. Ach, die können hier kommen und können sie einfach mal ausprobieren. Können sich ausprobieren. Guck, der Powerstart 180. Gut gemacht. 100 zu schnell. Gratuliere! Jetzt sind ja die drei Einbettler. Dreh die Spielplätze. Annika, schon wieder so eine super Zeit geschoben. Wieso machst du das immer? Hast du das als das Talent oder ist das Training? Ich habe einfach Bock, das mache ich. Ich glaube, ich werde von Franziska Fritz gestalkt, weil die steht immer neben mir. Also ich bin sehr zufrieden, gerade das Niveau bei den Frauen jetzt, dass wir wirklich mit mehreren Teams deutlich unter 5 Sekunden sind. Das gibt Hoffnung für die nächsten Jahre. Und ich glaube, zeigt auch die richtigen Schritte, die eingeleitet wurden. Und von daher war das eine sehr starke Leistung. Bei den Männern waren natürlich einige nicht dabei, gerade die Schnellstarter Dochner und Friedrich. Aber auch Nico Walter, die Zeit im ersten Lauf mit einer 4,40. Das war eine richtig gute Zeit. Was waren jetzt die Startnormen im Zweierbob, Damen und Herren? Genau, bei den Damen war die Weltcup-Norm bei einer 4,95 und die Europacup-Norm bei einer 5,05. Und bei den Herren ist die Weltcup-Norm eine 4,45 und die Europacup-Norm eine 4,60. Okay. Und da waren die heute, die gestartet sind, glaube ich, sehr zufrieden. Ja, spitzenmäßig. Schaut mal, der Kampf gewonnen. Mit super Mannschaft, da schau mal die Mannschaft. Rüdi, sag mal hallo. Kevin Kuske. Ja, bitte. Siegerehrung. Ich hab dich noch nie mit Bart gesehen. War gut, oder? Ja, du bist jetzt der Sieger. Ja, dann kommt gleich wieder. Bei mir ist er dann weg, also mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao, alles Gute. Viel beschäftigte Männer, also ja, in dem Sinne, das war's jetzt wieder und bis nächste Woche. Weitwurf mit der Brigitte, unserer Physio. Genau, Lavendel-Kamille-Teebeutel-Weitwurf. Ja, du fangst um. Okay, wir müssen irgendwie gucken, ob wir das auf die Autoscheibe backen können. Das ist eine Deske. Ja, dann probier mal. Okay. Achtung! Fertig, los! Was ist denn da die beste Technik? So? Der Punkt geht deutlich an Brigitte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Kameraführung war. Oh.
Wer ist das? Keine Ahnung. Das ist Anja, ihr Auto.